So wird das wahrscheinlich auch gewesen sein, so ein bisschen. Denn wie willst du denn mit dem LKW normal fahren? Ja, aber du hast ja auch in echt teilweise so, zumindest mit einem LKW, so ein paar Stellen, wo du dann doch mal ein bisschen abbremsen musst. Also verstehen kann ich das schon und am Anfang, ich weiß auch Ja, nicht. manchmal. Manchmal, aber nicht jede dritte Kurve. Ich weiß auch Zum nicht, Beispiel die alten. Ja. wie krass SCS vor ETS 2 war. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die vorher auch schon Spiele hatten, aber ich weiß nicht, wie krass SCS quasi gefeiert wurde im Gegensatz zu heute. Nicht so krass. Ja, dass die dann dementsprechend auch nur ein geringes Budget für die Entwicklung von ETS hatten. Also ETS 2. Ich bin zu schnell, ey. Weißt du, wie ich meine? Dass es deswegen quasi noch so ein paar Formfehler gibt, die die jetzt aber nach und nach ausbessern. Was ja eigentlich auch vernünftig ist. Oder, boah, das kann auch so von langer Hand geplant worden sein, weil so, boah, überleg mal, die hätten geplant, dass wenn die das Spiel quasi schon perfekt rausbringen würden, dass man dann viel weniger Veränderungen so am Spiel sehen würde, wenn man halt fährt. Kann auch eine Möglichkeit sein. Weil so bist du ja die ganze Zeit dran, boah, wie krass SCS ist, dass die das so geändert haben und so. Und überleg mal, die hätten schon von Anfang an ein perfektes Spiel rausgebracht, so. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Begriff dafür heißt, aber dafür gibt es einen speziellen Begriff. Es kann möglich sein, dass sie das so geplant haben. Boah, das wär schon hart, ey. Weil jetzt bist du die ganze Zeit dran. Oh, sieht eigentlich voll schön aus und SCS hier und SCS da. Hast du mal aufgefallen? Wir fahren gerade Drohne auf Liga, Was? Ach so, ja. wa? Das ist mir aufgefallen. Ist gar nicht aufgefallen, bis ich jetzt gerade meinen Spiegel geguckt habe. Auf einmal sehe ich dieses, wenn du links in den Spiegel reinguckst, siehst du am Anhänger oben diese kleine Krone da in der Kante, in der Ecke. Oh lol. Das Die ist mir aufgefallen, dass die Krone an hat. Was? Ich glaube, das ist Schwarzmüller. Ich weiß nicht, wie du auf Krone kommst, ey. Aber Darauf mir ist es nur deswegen aufgefallen. habe ich überhaupt nicht geachtet. Ich dachte jetzt so, ah, Daniel hatte mal wieder Zeit und dachte sich so, yo, ich gehe mal in die Third Person. Ich bin ja kurz nach Third Person auf dem Hof, wo wir den Anhänger geholt haben, kurz nach Third Person gefahren. Habe ich so gesehen, okay, ist ein schicker Anhänger, ne? Ja. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, so, weil ich habe das jetzt schon länger. Ich merke das jetzt schon gar nicht mehr, ob das jetzt ein Krone ist, ist ein cooler Anhänger, so, ne? Ja, klar. Gerade sehe ich diese Krone, ich so, oh, Krone Anhänger, okay. Hätte ich dir aber theoretisch auch sagen können. Weil ich sehe da vorne unter deinem Nummernschild so ein Krone. Das lese ich da. Ah, hey, jetzt sehe ich es auch. Ich sehe es auch an den Schmutzfängern, wieder an den Seiten. Ja. Was mir bei diesem Kronenanhänger nicht so ganz gefällt, ist, dass diese Leuchten, diese Blinker und so, Ja. dass sie nicht am Rand sind, sondern dass sie so weit mittig sind, so. Okay. So klein aussieht. So, als würdest du, weiß ich nicht, einen Bollerwagen haben und den überladen, so, weißt du? Und dann so guckt er noch so links und rechts so ein paar Zentimeter raus und du hast ihn mit Spanngurten festgemacht. Sieht auch komisch aus. Ja. Aber Bollerwagen sind cool, Findest du nicht? Ich hatte sowas noch nicht gehabt. Nicht? Nee, warum denn? Ah, oh, das war früher voll cool. Ich hatte sowas nicht Wenn du gehabt. dann Weil wir unterwegs hatten. warst und dann dachtest du so,
Oh nee, kein Bock mehr. Hast du dich einfach in den Bollerwagen reingesetzt und wurdest gezogen, Alter. Ja, hatten wir nicht. Ich hatte Kinderwagen. Wenn ich keinen Kinderwagen hatte, haben wir gesagt, komm, lauf. Ja. Nee, aber das macht so ein bisschen auch für mich einen guten Spieleentwickler aus, weißt du? So, dass man halt ständig irgendwie neu überrascht wird. So wie, ach, die Ecke haben die jetzt auch schön gemacht und das haben die schön gemacht. Und dass man halt auch so ein bisschen Feedback als Spieler bekommt von der Firma an sich und die nicht nur sagen, ja, danke für euer Geld, tschüss. Weißt du, was ich mir gerade so vorstelle? Oder was mir gerade so durch den Kopf Was geht? denn? Ich finde STS, oder ich sag mal so, ETS 2 gibt es ja schon genauso lange wie GTA 5, wa? Seit 2012. Ja. Mich hat bis jetzt die ganze Zeit über STS viel besser überrascht als GTA 5. Was hast du in den letzten Male in GTA 5 mal oder von Rockstar Games mal so als Update gehabt? Da waren irgendwelche Heists und hier und da. Ne? Ja. Ist auch schön und gut. Und neue Autos. Und neue Autos. Und neue Waffen. Und neue Skins. Und noch mehr Geld, was du ausgeben musst. Ja, für noch teurere Sachen, Ja. die du erfarmen musst. Ja. Sehr lange erfarmen Oder dir musst. kaufen Sehr kannst. schwer. Oder Pay to Win, genau. Ja, genau. Ich finde das hier viel cooler von STS. Die bringen nicht so viel neu, obwohl abgesehen von den DLCs, so von den Map-Erweiterungen, aber jetzt machen die dieses Update von wegen alles auffrischen. Ja. Und es sieht richtig Bombe aus. Ja, klar. Die D5 können sie auch mal auffrischen. Zum Beispiel eine Ja. bessere Physik einbauen. Das wird nicht mehr passieren. Echt ätzend. GTA 6 wollen ja auch dieselbe GTA 5 Physik reinmachen. Ja. Aber die Casino heißt, die haben mir schon echt Spaß gemacht. Ja, das soll ja nicht. Die machen schon Bock. Vor allem, dass du halt so und so viele Möglichkeiten hast, das Ding anzugehen, finde ich auch mega cool. Das hätte ich mir bei jedem Heist gewünscht. Dass du dir quasi aussuchen kannst, ja, so würde ich das machen, so würde ich das gerne machen. Das fände ich schon cool, alleine weil du dann halt auch die Möglichkeit hast, noch mehr Sachen quasi kennenzulernen oder ein bisschen das Spiel in deine Richtung zu formen, quasi als Spieler. Außer Rot. Ja, gerade rot geworden. Huch. Ja, alles gut. Kannst du ja Ja, nicht ich schön. glaube, an der nächsten Ampel stehe ich jetzt auch. Die ist noch grün. Aber so an sich ist es natürlich viel einfacher, einem Spieler quasi fortzusetzen, ja, du machst das so, anstelle von, ja, wir geben dir die Möglichkeit zu wählen zwischen den Sachen und dann machst du das so oder so. Und dann denkst du, boah, hätte ich doch lieber die andere Variante genommen. Ey, wie gesagt, wir haben uns alle Varianten von dem Casino Heist angeguckt und jede der Möglichkeiten hat ihr Pro und Contra. Und du hast grün. Ja, ich weiß. Ach so, du hast mir nur die Möglichkeit gegeben, aufzuholen. Und jetzt rot, bam. Hey, ich habe schon längst vor dir, bevor du gesagt hast, du, ich hätte grün, habe ich schon Gas gegeben. Echt? Bei mir sah es Ja. so aus, als würdest du da immer noch stehen. Dann sorry. Dann habe ich nichts gesagt. Besser ist das. Jetzt kommen wir in gefährliche Gegenden, Daniel, weil hier wissen nämlich alle, dass wir Desinfektionsmittel waren. Oh ja. Da müssen wir jetzt auf der Hut sein. Und der Typ denkt sich auch, die ganze Straße gehört mir. Hier Boah, trennen sich wieder Alter! unsere Wege. Ja. Aber bist du gerade nochmal zurückgekommen? Echt? Hab ich nochmal zurückgeleckt? Ja. Oh. Ja,
Habe ich nichts von gemerkt. Ja, ich schon. Aber alles gut, nur ein bisschen Fahnen an der Stoßstange. Oh lol. Was? Guck mal nach rechts hinten. Hast du da auch ein Kopfkissen mit Smiley? Was habe ich? Ein Kopfkissen mit Smiley. Wo? Rechts hinten auf deinem Bett. Ach so, ja. Ich dachte mir gerade so, hä? Was guckt mich denn da an? Tötet es, bevor es Eier legt, ey. Ha, noch über Grün gekommen. Und wir sind wieder im Norden, Daniel. Wir haben es endlich geschafft. Jawohl. Ey, das war aber auch eine Farce, ey. Boah, das war richtig Wir ätzend. hatten uns, das haben wir vorher gar nicht erzählt. Wir hatten uns sogar das letzte Mal überlegt, wo die Aufnahme leider kaputt gegangen ist. Quasi. Sollten wir jetzt keinen Auftrag in den Norden haben, dass wir uns dann einfach zu unserer Garage porten und da dann weiterfahren? Ja, das war mir schon zu bunt, ey. Immer nur hin und zurück, links, also von der einen Stadt, wo wir gekommen sind, wieder in die Ja, andere, dann von der Stadt wieder zurück und von der Stadt wieder in die, wo wir gerade waren. genau, ey. Boah, ey. Das war schon heftig, ey. Da hat uns World of Trucks irgendwie hops genommen, ey. Ja, absolut, ey. Was denn da? Ja, ich muss hier abliefern. Echt? Ja, hier Ich neben dem Zaun. muss an Tor 2. Du musst auch an Tor 2. Du musst hier vorne in der Ecke. Okay. Jetzt habe ich gerade voll verpeilt, wo ich hin muss, ey. Dort Weil zwei. ich gerade vorne geguckt habe und dann, hä? War ich mir voll kacke am Stehen. Guck mal, der Typ hier heißt Budimann. Ist nicht auch einer von Game One so? Nee, nee. Buddy oder Buddyman? Weiß nicht. Oh, jetzt haben die erstmal viel 32 Tonnen Desinfektionsmittel. Keine Ahnung, was sie wollen, aber bitteschön. Geil. Ja, die wollen ihre Farm desinfizieren. So, wo fahren wir denn jetzt mal hin? Hannover. Hast du keinen Fähigkeitspunkt dazu bekommen? Nein. Warum habe ich wieder einen? Keine Ahnung, ey. So, was haben wir dann? Wir könnten nach Hannover fahren. Hannover, Osnabrück. Hannover ist wieder runter. Ja, aber egal. Osnabrück, Düsseldorf, Rostock, Kiel. Ey, wenn wir dann noch irgendwie nach Magdeburg, Leipzig, Dresden, Rostock, Travemünde und Düsseldorf fahren, dann waren wir in jeder Stadt von Deutschland. Die meiste Kohle kriegen wir, wenn wir wieder runter, aber noch Düsseldorf fahren. Ja, schon, aber ich will jetzt. Wobei, wir könnten auch nach Düsseldorf fahren, da waren wir auch noch nicht, aber. Oder wir fahren nach Rostock, da ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Ja, das stimmt natürlich auch. Also ich würde entweder Rostock oder Hannover sagen. Hannover Ich will wird. den Radlader nicht fahren. Warum nicht? Ich will den Radlader nicht fahren. Okay, dann fahren wir nach Ja, Rostock. wir können den Radlader fahren. Das bringt natürlich 21 Euro pro Kilometer. Bringt 28 Euro pro Kilometer und wir bekommen Bonuserfahrung für hochwertige Fracht. Darauf habe ich eigentlich abspielen wollen. Okay, dann fahren wir das. FCP, das ist Hey, so jetzt. irgendwo in die Stadt.
Jetzt will ich das eine fahren und du willst jetzt das andere fahren? Willst du mich verarschen? Ich fahre jetzt den Radler, den du wolltest. Den Radler.